Nach dem Abverkauf am Freitag die Aktienmärkte gestern wieder optimistisch. Man sagte sich, ach, so schlimm ist das mit Omikron nicht. Da gibt es ja unsere Impfstoffe, die werden dagegen schon helfen und überhaupt milde Verläufe. Das war so der Tenor. Aber heute gibt es schlechte Nachrichten, denn es sieht so aus, als würden die Impfstoffe deutlich weniger effektiv sein als ursprünglich angenommen. Und siehe da, plumps im asiatischen Handel. Da ging es dann plötzlich nach unten. Nach einem Interview, das hier gegeben wurde, zunächst mal sehen wir das hier, Aktienmärkte unter Druck, Impfstoffe wohl kaum effektiv gegen Omikron. Und dieses Interview hat gegeben Stéphane Bancel, ein Franzose, der Chef von Moderna ist, einem Pharmakonzern, eigentlich ein studierter Ingenieur, insofern ein bisschen erstaunlich. Aber schauen wir uns mal an, was er in einem Interview mit der Financial Times gesagt hat. Ist so ein bisschen französisches Englisch, vielleicht deswegen klingt das so ein bisschen merkwürdig. There is no world, I think, where the effectiveness is the same level we had with Delta. Also es ist wohl nicht dieselbe Effektivität der Impfstoffe gegen Delta. Das wird ein deutlicher Abfall sein in Sachen Effektivität. Wie groß dieser Abfall, also die geringere Effizienz sei, könne er noch nicht sagen. Aber ich habe mit vielen Wissenschaftlern gesprochen und die haben gesagt, das sieht überhaupt nicht gut aus. Wie gesagt, die Aktienmärkte dann gestern noch voller Euphorie. Mit einem Rücksetzer im asiatischen Handel. Hier mal JP Morgan, die hier gezeigt haben, dass offenkundig Omikron 75 Mal ansteckender ist als Delta. Hier sehen wir mal den Verlauf in Afrika, wie schnell das gegangen ist mit Omikron und JP Morgan, die an sich sehr, sehr bullish sind, vor allem Kolanovic, ihr Chefanalyst, die sagen, ja, das erinnert uns daran, dass wir noch nicht out of the woods sind, dass wir noch nicht aus den Hölzern sind, aus dem Wald sind, dass wir also, dass die Kuh noch nicht vom Eis ist, würde man vielleicht im Deutschen sagen, und dass man sehr vorsichtig sein muss. Und ja, Vorsicht ist wohl das, was jetzt auch die Politik bald bestimmen wird, dazu gleich mehr. Jedenfalls interessant diese Mahnung von JP Morgan auf der einen Seite und hier eine Umfrage der Deutschen Bank unter Fondsmanagern an der Wall Street, und da wird gefragt, ja, wie gefährlich ist Omikron für die Märkte? Dann sagen 30%, also überhaupt nicht, wird bald total vergessen sein, wird bald keiner mehr drüber sprechen. Dann sagen 60%, sagen, ja, also okay, ist schon ein Faktor, aber ein moderater Faktor, also ein moderater Faktor. 30% sagen also, vergiss es, überhaupt kein Thema, 60% sagen moderater Faktor und 10% sagen, ja, das ist ein Riesenthema, also eine absolute Minderheit. Und das ist sozusagen jetzt die Konstellation. Wir haben Märkte, die extrem einseitig auf der Long-Seite positioniert sind und die sich jetzt sagen, ach, das mit Omikron, das ist überhaupt kein Problem. Was aber, wenn es doch ein Problem ist? Und das ist genau die Gefahr, die jetzt da ist. Mal sehen, ob sie sich materialisiert. Jedenfalls die Politik ist jetzt dabei, sich zu besprechen. Heute ja das Treffen Merkel, Scholz und seine Ampel mit den Länderchefs. Jetzt fordert Kanzleramtschef Braun, der sich ja auch für den CDU-Vorsitz bewirbt, eine Corona-Notbremse. Es zähle jeder Tag, um die Infektionslage in den Griff zu bekommen. Braun ist immerhin jemand, der ein bisschen weiß, wovon er spricht, denn er ist Intensivarzt gewesen, also Arzt auf der Intensivstation. Heute in Deutschland die Zahlen möglicherweise schon mit einer Trendwende. Wir sehen, dass die Inzidenz sogar leicht sinkt, die Zahl der Neuinfektionen auf Niveau der Vorwoche, also in den letzten Tagen, ja fast Wochen, ging es ja eigentlich jeden Tag nach oben mit neuen Rekorden, mit neuem Inzidenzhöchstwert. Das ist jetzt erstmal gebrochen, möglicherweise. Vielleicht nur ein Ausrutscher, wir werden sehen, aber das ist zumindest eine interessante Entwicklung. Und ja, dann haben wir natürlich noch Printer is coming, das ist Jeremy Powell, der gestern gesprochen hat und gesagt hat, ja, also hier diese neuen Anstiege in Sachen Corona und vor allem die Omikron-Variante, das bringt Downside Risk für Employment, also für Beschäftigung und Economic Activity, und würde eine fortgesetzte Unsicherheit für die Inflation bedeuten. Ich hatte gestern versucht, im Marktfenster zu zeigen, dass natürlich die Gefahr jetzt ist, dass etwa in China Omikron auftaucht, dann die Chinesen Häfen schließen, wieder Dinge tun, die sie schon mal getan haben, sodass sich dann die Lieferkettenproblematik, der Materialmangel nochmal verschärft.
was den Inflationsdruck nochmal verschärfen würde. Denn diese Inflation ist eine Kombination aus der Geldmenge, die durch die Notenbanken bereitgestellt wurde, und der Nachfrage, die jetzt auf nicht genug Angebot trifft. Wir haben es also eine Angebotsmangel-induzierte Inflation vor uns und jetzt also eine Art dovische Wende will ich nicht sagen, aber zumindest hier mal eine Bremsspur in dieser hawkischen Wende, die Fed letztlich gegeben hat, weil eben Inflation ein Riesenthema ist. Jetzt, Paul, also deutlich dovischer. Unsicherheit ist der Tenor. Wir sehen, dass die Fed Fund Futures das aufnehmen. Wir sehen einen relativ starken Fall hier bei der Wahrscheinlichkeit, dass im Juli 2022 die Zinsen angehoben werden. Das hat man jetzt immer weiter ins späte Jahr 2022 verschoben. Aber was ist das große Problem? Die Fed und andere Notenbanken, sie sind in einer Situation, die sie nicht kontrollieren können, die möglicherweise durch Omikron jetzt noch schlimmer wird. Und jetzt willst du dann die Wirtschaft weiter stimulieren, die keine Stimulierung braucht, die Angebot braucht, die Produkte braucht, die Nachfrage genug hat. Du musst also keine Nachfrage schaffen. Das tust du in der Regel mit einer ultralaxen Geldpolitik, indem du billige Kredite dadurch ermöglichst etc. Jim Bianco hat es auf den Punkt gebracht gestern. Die Fed würde es noch schlimmer machen, wenn sie jetzt die Wirtschaft stimulieren würde. Mal sehen, ob das bei der Fed auch wirklich ankommt. Das ist die große Gefahr, dass man jetzt eigentlich mit diesen Stimulusmaßnahmen gar nichts mehr erreicht, sondern die Inflationsproblematik noch schlimmer macht. Jetzt gucken wir mal auf die Märkte gestern, und da war auffällig, wie ich gestern auch schon gesagt hatte, dass die Tech-Werte gut gelaufen sind. Wir sehen den Nasdaq 1,88% im Plus, wir sehen den Nasdaq 100, also Big Tech, sogar 2,33% im Plus, Dow dagegen nur 0,68%, S&P in der Mitte mit 1,32%, aber wir sehen, dass die Small Caps teilweise sogar im Minus hier gewesen sind, je nachdem welchen Index man nimmt. Technologie war gestern angesagt, Consumer Discretionary, und eigentlich hätte man ja erwarten können, wenn man sagt, ja, Omikron harmlos, milde Verläufe und außerdem wirken ja die Impfstoffe, dass irgendwie diese Reopening-Bereiche besonders gut laufen, also Materials, Financials, Industrials, aber das war nicht der Fall. Die haben relativ schlecht performt, so wie der DAX gestern, so wie der Dow Jones gestern, so wie der Russell 2000 gestern. Hier sehen wir mal diese Recovery-Stocks, also die Reopening-Stocks, die eigentlich dann profitieren, wenn Corona kein Problem ist, wenn nicht die Rede von Lockdowns oder ähnlichem ist. Ja, es gab eine Erholung, aber lange nicht die Verluste aufgeholt, die am Freitag entstanden waren. Wenn wir uns hier mal die sogenannte Heatmap anschauen, also die Hitzemappe, die Hitzekarte, dann sehen wir, es sind die großen Tech-Werte gewesen, wieder eine Microsoft, eine Nvidia, eine Google, eine Apple, eine Amazon und die Tesla. Nein, Tesla heißt das natürlich, die gestern wieder mal deutlich gestiegen sind. Hier sehen wir den Dow Jones, deutlich schwächeres Chartbild. Hier sehen wir einen Inside Day. Wir sehen, dass der 20-Tages-Durchschnitt als Widerstand fungiert hat, der Index da nicht drüber kam. Anders als etwa der Nasdaq, der deutlich stärker hier aufgestellt ist, Nasdaq 100, der ja dominiert ist durch die großen Tech-Werte. Wenn wir uns jetzt mal den Russell 2000 anschauen, da ist auf der einen Seite viel Finanzwerte, da ist viel Healthcare drin, da ist Value in Anführungszeichen drin, dann sehen wir hier, da ist jetzt sogar der gesamte Aufwärtstrend seit Juli 2021 in Gefahr. Was beim S&P 500, SPY hier unten in dem Chart noch nicht der Fall ist, aber ein wichtiges Niveau könnte bald angelaufen werden. Also wir sehen, Value schwächelt, wenn man das jetzt mal runterbrechen will. Und Tech ist solide, ist gesucht. Wir sehen, dass jetzt etwa der Nikkei heute im Handel seine Tief von gestern oder respektive vom Freitag nochmal unterboten hat, eben aufgrund dieses Interviews von Stéphane Bancel mit Moderna. Wir sehen, dass die Lieferprobleme, frische Meldungen vom IFO-Institut, sich sogar verschärft haben im Einzelhandel. Damit wird sich auch der Inflationsdruck verschärfen. Hier heißt es, 77,8% der Einzelhändler klagten im November, dass nicht alle bestellten Waren geliefert werden. Im Oktober waren es 60%, also von 60 auf 77,8. Das ist ein massiver Sprung, das heißt, wir werden diesen Inflationsdruck weiter haben, und umso erstaunlicher, dass EZBs Schnabel, die wahrscheinliche Bundesbankchefin, die bald ernannt wird, gestern sich wirklich hinstellt und sagt, der Peak bei der Inflation sei im November erreicht.
Jetzt habe ich unten mal die Vorjahresentwicklung bei der Inflation hier Ihnen dargeboten. Da gab es im Dezember nochmal einen leichten Rückgang. Ab Januar 2021 sind die Verbraucherpreise dann gestiegen, bis jetzt ja auf 5,2% gestern. Und mich wundert das, dass sich jemand hinstellt und sagt, also hier im November haben wir den Peak erreicht. Gestern sogar im ZDF war es, glaube ich, wie hier Leute leiden unter der Inflation, die sich teilweise nicht mehr das Nötigste dann leisten können, die zur Tafel gehen müssen, die also wirklich diese Auswirkungen der Inflation, vor allem an der Tankstelle, bemerken. Und dann stellt sich eine EZB hin und sagt, du, wir drucken einfach weiter. Wenn PEP ausgelaufen ist, dann machen wir halt was anderes. Und vor allem die Huspe, sich hinzustellen und zu sagen, also im November ist das Hoch erreicht, das wäre in etwa dasselbe, als würde ich sagen, ja, im November werden die Aktienmärkte einen Allzeithoch erreichen und dann nie wieder oder ein Allzeittief, je nachdem. Das ist sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Wenn Schnabel hier nicht recht hat, dann wird sie ein Riesenproblem bekommen. Das wird man ihr vorwerfen. Warum sie sich so weit aus dem Fenster lehnt, weiß ich nicht. Das halte ich für extrem unklug. Denn IFO zum Beispiel sagt ja auch, eine deutliche Mehrheit der Unternehmen will ihre Preise erhöhen. Das heißt, wir haben wahrscheinlich erst den richtigen Inflationsdruck noch vor uns. Klar, der Basiseffekt wird geringer, weil sie, wie Sie hier sehen, eben dann ab Januar 2021 die Preise gestiegen sind wieder, aber der Inflationsdruck, der bleibt weiter da. Also hier die wahrscheinliche Bundesbankchefin. Warum wird sie jetzt vor jede Kamera gezerrt? Damit ist nach meiner Auffassung schon klar, dass sie Bundesbankchefin werden wird. Bald muss sie ja ernannt werden, denn der gute Jens Weidmann, der ist ja nur noch ein paar Tage jetzt im Amt. In Sachen Lieferengpässe etc. Hier hat sich jetzt auch Elon Musk geäußert. Oh man, this year has been such a supply chain nightmare. And it's not over. Es ist nicht vorbei, sagt Elon Musk. Er will dann eine Update geben. Wir sehen, in Japan zumindest ist die Chip-Shortage ein bisschen geringer geworden, wie Nikkei hier berichtet. Und Guindos, der Spanier innerhalb der EZB, hat jetzt gesagt, also es gibt schon das Risiko, dass die Inflation nicht so schnell fällt, wie wir denken oder besser gesagt, wie wir hoffen oder wie die EZB betet, dass sie fallen wird, denn das sind wirklich Schlangenbeschwörungen, hat man den Eindruck, ja, wird fallen, gell, weil wir sonst ziemlich ratlos sind, denn dann wäre alles letztendlich, naja, umgekrempelt, dann müsste die EZB komplett ihren Kurs ändern. Lagarde hat ja gesagt, 2022 keine Zinsanhebung. Mal sehen, ob sie das aufrechterhalten kann. Wir haben jetzt übrigens, was die realen Renditen betrifft, ein neues Allzeittief, minus 5,52%, nachdem gestern ja die neuesten Inflationsdaten reingekommen sind. Neues Allzeittief, wie gesagt, jetzt 67 Monate in Folge negativ. Und wie geht es jetzt mit den Märkten weiter? Wie gesagt, im asiatischen Handel war zunächst alles gut. Dann aber dieses Interview mit Stéphane Bancel, dem Moderna CEO. Und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Der Rüdiger Born, der hat sich gestern Abend, also vor dieser Meldung, mal die Charts nochmal angeschaut und festgestellt, was vielleicht gut funktioniert und was weniger gut funktioniert. Also wie gesagt, das war vor der Meldung. Aber der Rüdiger, der hat einen übergeordneten Blick. Da sind eben die Entwicklungen, die er als Möglichkeit darstellt, die scheinen sich jetzt zu realisieren. Schauen Sie sich das mal an, werde ich unter dem Video verlinken und wünsche jetzt das Allerbeste. Ich sage Servus und Ciao.